zu meinem neuen Video. Heute zum Teil 13, glaube ich sogar schon, der Kochvideos. Was wir heute machen, ist einmal Chicken Tikka Masala. An diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Es ist ein indisch-britisches Essen. So, alles, was ihr dafür braucht, seht ihr einmal da. Ich blende euch das einmal hier ein, beziehungsweise hier. So, dann werden wir jetzt mal starten. Und dafür brauchen wir nur das Hähnchenbrustfilet. Bis gleich. So, wir brauchen jetzt einmal das Fleisch. Das schneiden wir jetzt einmal in mundgerechte Stücke. Davor schneiden wir die Stellen einmal raus, die wir nicht haben wollen. Ja, genau, dann werde ich jetzt mal beginnen. Jetzt holen wir einmal schnell das Joghurt her. So, jetzt haben wir hier das Joghurt. Jetzt müssen wir hier einmal die Gewürze reintun für die Marinade. So, die Zutaten sind hier. Jetzt brauchen wir aber noch einen Löffel. Ist jetzt auch da und jetzt fangen wir schon an. Wir brauchen einmal einen Löffel rosenscharfen Paprikapulver. Dann stelle ich das jetzt einmal alles weg, das was ich schon drin habe. Ein Löffel Kreuzkümmel. Ein Löffel edelsüßen Paprikapulver. Ein Löffel Koriander. Ein halben Löffel Kurkuma. Ein halben Löffel gemahlene Nelken. Ein halben Löffel Muskatnuss. Und einen halben Löffel Zimt. Das rühren wir jetzt einmal um. Und jetzt holen wir einmal die Schale. Und nun tun wir einmal die Marinade in das Fleisch hinzu. So, die Marinade ist jetzt drin. Jetzt nehmen wir uns einmal einen Löffel und dann rühren wir das einmal um. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt lassen wir das einmal mit Frischhaltefolie und das stellen wir jetzt einmal für 2 Stunden, am besten aber über Nacht im Kühlschrank. Für die Schnellversion könnt ihr es natürlich auch sofort jetzt gleich den nächsten Schritt verwenden, aber dann zieht es halt nicht so richtig ein. So, als nächstes brauchen wir jetzt ein Gefäß, wo wir die Kokosmilch reintun können. Jetzt noch Cashewkerne reintun. Und das mixen wir jetzt einmal mit dem Stabmixer. So, und wir sind fertig. Nicht wundern, wenn hier so ungefähr, so wie bei mir, Flocken drin sind. Die entstehen, wenn die Kokosmilch ein bisschen länger
stehen bleibt und dann bilden sich zwei Schichten und zwar einmal oben das Kokosöl und einmal unten das Kokoswasser. So, und jetzt, wenn wir es einmal durchmixen, Öl und Wasser verstehen sich nicht gut, deswegen lagert sich das Öl einmal oben ab, wie in der Kokosmilch, und unten ist die weiße Flüssigkeit zu sehen. Also das wird beim Kochen, wird es dann verschwinden. Das ist jetzt hartes Kokosöl. Genau, dann sind wir mit dem Schritt fertig. So, das Fleisch ist bei mir jetzt eine Nacht im Kühlschrank gewesen. Wir haben jetzt den nächsten Abend. Jetzt habe ich es einmal von der Frischhaltefolie gelöst. Und das werden wir jetzt anbraten. Dafür brauchen wir jetzt eine etwas höhere Pfanne. Wir sehen uns gleich. So, die Pfanne ist da. Wie gesagt, es müsste ein etwas höherer Abstand sein hier vom Pfannenboden. Weil da auch die Kokosmilch und alles drum und dran zum Schluss noch reinkommen. So, jetzt tun wir da einmal Öl hinzu. Das haben wir einmal hier. So ein Schuss Öl reicht. So, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt machen wir einmal den Herd an. Bei mir stelle ich es jetzt erstmal auf voller Hitze. Dann warten wir 1 bis 2 Minuten, bis das Öl heiß ist und dann kommt das Fleisch rein. So, bei mir war das jetzt für eine Minute jetzt auf Stufe 9, also auf der höchsten Stufe. Jetzt kommt einmal Fleisch rein. So, bei mir ist das Fleisch jetzt drin. Das werden wir jetzt einmal anbraten, bis sich Röststoffe auf dem Boden abgesetzt haben. Wie ihr seht, sind wir auf meinem Kanal und zwar bei der Wiedergabezeit von Abonnenten. Und wie ihr seht, sind wir hier, dass 26%, also abzurunden 25% der Nutzer der Abonnenten mal unsere Videos angucken. Und ja, 75% gucken auch unsere Videos, nur sind leider keine Abonnenten. Ich und ihren wollen wachsen, deswegen die kurze Unterbrechung. Und jetzt möchte ich euch kurz ausrechnen, wie viele Abonnenten wir wären, wenn diese ganzen Leute hier abonniert hätten. Und zwar sehen wir, dass wir jetzt gerade 63 Abonnenten haben. Und ungefähr 25% sind die 63 Abonnenten. Und die 73 runden wir mal auf 75 auf. Da passt die 25 dreimal rein. Also müssten wir 4 mal 63 rechnen und das wären dann 252 Abonnenten. Also ich will es euch jetzt nochmal klar machen. Wir wollen wachsen, also mich würde es echt freuen, wenn ihr diesen Kanal jetzt einmal abonniert und dann wird es jetzt auch mal nach dieser Störung weitergehen. Ich hoffe, ihr tut es. Ich will es euch nur hiermit nochmal zeigen. Das war's mit der Unterbrechung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt sich zeigen, alles einmal in eine Schale reintun. Das werde ich jetzt machen. Wir sehen uns gleich.
So, das habe ich jetzt getan. Jetzt wenden wir uns einmal zu den Zwiebeln. So, dann zeige ich euch mal, wie man richtig die Zwiebeln schneidet. Und zwar, wenn man feine Würfel haben möchte, schneidet man hier nicht dieses Ende ab, sondern nur vorne. Das tun wir jetzt einmal. Und jetzt ziehen wir einmal die erste Schale ab. Dazu können wir die ruhig einmal durchschneiden. Aber nicht vergessen, hinten nicht abschneiden. Ich tue immer gerne noch eine Schicht darunter auch noch ab, weil die meistens auch schon halbwegs zur Schale geworden ist. Das ziehen wir einmal komplett ab. Bei der anderen Hälfte einmal auf. Das Innere hier könnt ihr einmal rausnehmen. So, einmal hier liegen lassen, hier machen wir es einmal auch, das reicht schon, hier müssen wir aber auch nochmal die Schale entfernen. So, das machen wir jetzt bei der anderen Zwiebel auch. So, das haben wir jetzt auch getan. Jetzt nehmen wir uns hier einmal das Ende als Vorteil. Und zwar schneiden wir erstmal in die Richtung einmal die länglichen Schnitte. Also hier einmal die Schnitte einmal hier durchrattern. So, das haben wir jetzt getan. Jetzt können wir hier die einmal in der Mitte halbieren. Ungefähr bis zum Wurzelende. Dann können wir hier einmal ganz smooth durchrattern. Und schon haben wir richtig feine Zwiebelwürfel. Das werde ich jetzt mit ein Zwiebel machen. Bis gleich. So, das habe ich glaube ich vergessen zu erzählen. Wenn ihr hier am Ende seid, die kann man noch ein paar Mal durchrattern, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Schneidet ihr natürlich das hier nicht mehr mit, weil das ist das Ende. Ist ja klar. Jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn die Zwiebeln in die Pfanne kommen. So, wenden wir uns jetzt zur Pfanne. Das hier müsst ihr nicht alles auswischen. Das brauchen wir jetzt. So, wir messen einmal 150 ml Wasser ab. Das gießen wir hier einmal rein. Jetzt kommen die fein gehackten Zwiebeln hinzu. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt aber den Herd anschalten. Nochmal auf 9 stellen in meinem Fall. Und dann warten wir einmal, bis es brät. Bis gleich. Ich meine natürlich blubbert. So, bei mir fängt es jetzt an zu blubbern. Ich habe jetzt an der Seite schon alles abgekratzt. Das müsst ihr bestimmt auch einmal tun. Das heißt bestimmt, das müsst ihr auch einmal tun. Jetzt warten wir einmal, bis das Wasser komplett verdunstet ist, sich die Roststoffe gelöst haben und dann die Zwiebeln einmal glasig anbraten. Gleich fertig. So, bei mir ist es jetzt fertig. Jetzt holen wir einmal Knoblauch, schneiden das einmal in großen Stücken und pressen das einmal hier rein mit der Presse, mit der Knoblauchpresse. Mit Ingwer könnt ihr es auch mit der Presse machen, wenn ihr ein bisschen Kraft habt. Ansonsten empfehle ich euch, das auch noch zu schneiden. Das werde ich jetzt einmal machen. Bis gleich. So, wir haben hier einmal Knoblauch. Wie gesagt, schneiden wir einmal die Enden nur ab und dann ab in die Zitronenpresse. Knoblauchpresse. So, hiermit sind wir fertig. Jetzt einmal an die Ingwer. Hier einmal den Rand entfernen. So, damit sind wir jetzt auch fertig. Noch schnell Müll entfernen und fertig. Jetzt einmal die Knoblauchpresse holen. Dann einmal die Knoblauchzehen hier rein und ab in die Zwiebelmasse.
Das hätten wir jetzt getan. Jetzt schneiden wir einmal die Ingwer. Wurzel. Und tun die hier auch rein. Und pressen das auch einmal über die Zwiebelmasse aus. So. Hier seht ihr es nochmal. Jetzt nochmal den Herd antun. Und zwar auf 5 bei mir. Also mittlerer Stufe. Und jetzt tun wir einmal die gehackten Tomaten hier rein. Schwupps. Jetzt holen wir einmal einen Deckel, der passt, rühren das einmal um, tun auch das Fleisch hinzu und lassen das 5 Minuten aufkochen. Also einmal Fleisch. Und jetzt umrühren nochmal. Und dann lassen wir das hier für 5 Minuten aufkochen. Deckel ist drauf, 5 Minuten warten, bis gleich. So, die 5 Minuten sind jetzt rum, jetzt rühren wir es einmal um. Genau. Dann ist jetzt schon gleich der Zeitpunkt, wo wir die Kokosmilch hinzufügen. Und die schütten wir jetzt hier einmal rein. Jetzt achtet mal auf die Flocken, die werden gleich nicht mehr da sein. Manche schmelzen jetzt schon. Hier seht ihr es vielleicht nochmal ganz gut. Jetzt ist schon fast alles wieder weg. Rühren das einmal um, dann seht ihr es einmal. Das lassen wir jetzt auch einmal gleich für 5 bis 10 Minuten aufkochen. Ich würde es am besten immer so 15 Minuten aufkochen lassen. Also 5 Minuten mindestens und 15 Minuten wäre am besten. Dann werden wir auch sehen, dass die intensive rote Farbe hervorkommen wird. Gleich in 15 Minuten in meinem Fall. So, aber nein, wir werden jetzt bestimmt nicht aufhören und in der Zeit, wo die Soße jetzt blubbert, nichts machen. Nein, nein, nein. Wir werden in der Zeit das Reis jetzt fertigstellen. Und zwar brauchen wir, wie am Anfang schon links reingeschrieben, einmal Reis und einmal Kurkuma. Und beim Reis habe ich jetzt einmal Basmati Himalaya Reis benutzt. Und genau, ihr könnt natürlich auch jeden anderen Reis verwenden, aber am besten ist Basmati Reis beim indischen Gerichten. So, als erstes werden wir jetzt diesen Reis mit einem Sieb auswaschen, damit die Stärke komplett weg ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das mache. So, machen wir jetzt. Wir waschen hier einmal den Reis. Und ihr merkt, wenn der Reis nicht mehr mit Stärke voll ist, wenn unten das Wasser klar ist. Also waschen wir jetzt mal die ganze Stärke raus. Wird eine Minute oder so dauern. So, ich habe den Reis jetzt fertig gewaschen und in einen Topf getan. Im Reiskocher könnt ihr es natürlich auch machen. Jetzt tun wir einmal Wasser rein und zwar so lange, bis der Daumen bis hier bis Wasser bedeckt ist. Bis gleich. Also so. So, jetzt tun wir einmal unsere Zauberwaffe rein, damit der Reis gelb wird und zwar Kurkuma. Hier tun wir einmal so viel rein, also ungefähr 2
Teelöffel. Und jetzt rühren wir das einmal um. Und jetzt sehen wir schon, die Wasserfarbe ist gelb. Und weil der Reis sich ja mit Wasser vollsaugt, nimmt er die gelbe Farbe an. So, jetzt nur noch ein bisschen Salz. Und zwar ungefähr so, ungefähr nach Gefühl. Also ich mache da immer so ungefähr einen halben bis zum, also Viertel bis zum halben Teelöffel rein. Das reicht schon. Jetzt nochmal umrühren. Und jetzt kommt das schon auf den Herd. Erstmal aufkochen lassen, dann ganz wichtig auf 1 runterstellen. Wenn ihr es auf dem Herd macht, im Reiskocher ist es ja ganz einfach. Und dann ganz wichtig noch einen Deckel drauf tun. Wir sehen uns gleich bei der Soße. So, meine Soße ist jetzt fertig. Um die Soße etwas aufzupitchen, könnt ihr noch ein bisschen Paprikapulver hinzufügen, damit es noch ein bisschen roter wird. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Soße ist bei mir jetzt fertig. Ich werde sie jetzt noch so lange aufkochen lassen, bis der gelbe Reis noch fertig ist. Das sind ungefähr wieder 15 Minuten mit dem Reis. Und dann werden wir uns schon beim Servieren und beim Ende des Videos wiedersehen. Bis gleich und ciao. So, und nein, jetzt kommt noch kein Salz rein und Pfeffer. Das kommt zum Schluss des Videos. Zum Schluss des Videos? Nein, natürlich nicht zum Schluss des Videos. Zum Schluss, wenn die Soße komplett fertig ist. Dann einmal nach Geschmack, nach Salzen und nach Pfeffern. So, bei mir ist der Reis jetzt fertig. Hier sieht man ihn nochmal. Und die Soße ist auch schon fertig. Genau, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ein Daumen nach oben wäre natürlich auch okay. Um links könnt ihr einmal meinen Kanal abonnieren. Um rechts findet ihr noch weitere Kochvideos. Einmal für weitere Kochvideos, wie ich schon gesagt habe. Unten links könnt ihr einmal mein Projekt App folgen. Unten rechts findet ihr nochmal das Video. Geht es weiter. Und damit tschüss und ciao, Leute.